Hallo liebe Fans, es sind jetzt schon den dritten Tag bereits im Trainingslager in Cadiz und die Sarah und ich wollen euch jetzt mal unseren Tagesablauf vorstellen. Ja, wir hatten heute zwei Trainingseinheiten und heute Morgen haben wir Fokus auf das Vertikalspiel gelegt, sprich Spiel in die Tiefe, und das haben wir anhand verschiedener Spielformen gemacht, kleine Spielformen, große Spielformen, und es hat echt sehr viel Spaß gemacht, war aber auch echt intensiv. Heute Nachmittag haben wir dann auch wieder ein paar Spielformen gemacht und dann haben wir einen etwas größeren Standardwettbewerb gemacht, also Ecken und Freistöße geübt. Weiter, weiter! Und wie schaust du, hast du heute gemacht? Also in der Früh war ich bzw. war die Reha-Gruppe auch auf dem Platz und wir haben uns auch mit der Mannschaft ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen Stabi gemacht, haben dann ein bisschen was läuferisch gemacht, Koordinationsleiter, sogar auch ein bisschen was mit Ball und am Ende noch mal ein bisschen läuferisch. Und nachmittags hatte ich dann hier im Hotel im Kraftraum eine Ausdauereinheit auf dem Fahrrad und bin dann noch ein bisschen ans Meer gegangen, ins Meer, also ein bisschen regenerativ auch spazieren gewesen. Jetzt müssen wir dann noch weiter zu der Besprechung. Also, gute Nacht. Ciao, ciao.